stellte Muslime unter Generalverdacht und hat vielleicht auch deshalb seine Wahlen gewonnen. Nach dem Sieg von Donald Trump in den USA denken aber auch hierzulande ganz viele, der Islam an sich ist doch eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Haben die recht? Sollen wir wirklich stärker nach unseren Werten schauen? Oder ist das alles gefährliches Gerede und diskriminierend? Heute Maischberger, die Publikumsdebatte. Das Thema: Angst vor dem Islam. Alles nur Populismus? Unsere Zuschauer im Studio diskutieren miteinander, außerdem mit Experten und Politikern. Von der CSU Generalsekretär Andreas Scheuer und von der SPD Aydan Özoğuz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Studio in Köln. Schön, dass Sie alle da sind. Und für Sie zu Hause ist es klar zu sehen, diese Sendung heute ist etwas Besonderes. Ich habe zum ersten Mal hier Publikum im Studio und zwar nicht, damit das Publikum klatschen soll. Nein, wir wollen zusammen diskutieren. Es ist so, bei dem Thema Islam haben Sie uns schon lange und immer wieder geschrieben und haben Ihre Meinung gesagt. Wir haben beschlossen, Sie einzuladen, tatsächlich einmal mit Ihnen zu reden, Ihnen zuzuhören, mit Ihnen zu debattieren. Und deswegen sind hier aus ganz Deutschland Menschen in Köln zusammengekommen. Wir haben Sie zu uns gebeten und wir wollen streiten über ein Thema, das immer noch Brisanz hat. Wenn Sie Ihre Meinung sagen wollen, bitte ich Sie einmal ganz kurz aufzustehen und sich vorzustellen. Ist jemand von Ihnen skeptisch oder hat vielleicht Sorgen, dass der Islam tatsächlich mit unserer Gesellschaft nicht kompatibel ist? Wer meldet sich dazu? Hier vorne, der Herr mit dem dunklen... Helmut Justen aus Neuss. Und zwar finde ich, der Islam passt nicht mit unserer Gesellschaft. In der Form, wie er gelebt wird, in so vielen verschiedenen Arten, auch in der rechtsradikalen Form, passt er nicht mehr zu Deutschland. Nicht mehr? Nicht mehr. Vor allen Dingen müssen die Menschen, die hier reinkommen, Asyl beantragen. Ich sage nicht, dass Menschen nicht geholfen werden müssen. Die müssen registriert werden und können nicht hier einmarschieren ohne Pässe, ohne Ausweise, ohne alles. Das hat Donald Trump übrigens auch gesagt, dass man die dann... So was darf es in Deutschland nicht geben. Sollte. Unsere Gesellschaft, man sieht, wie es heutzutage ist. Man sieht gestern, was passiert ist, die Moscheen, die alles, was gemacht worden ist. Man sieht zum Beispiel die Silvesternacht in Köln. So was hat es vorher in Deutschland nicht gegeben. Mhm. Glauben Sie denn, man würde mit so einem Registrierung dem Herr werden? Glauben Sie, das würde... Dem Herr werden, ich sag mal, für mich persönlich muss man ein gewisses gesundes Maß finden. Mhm. Wie viel Einwanderung man von Muslimen, wie viel Einwanderung man darüber überhaupt braucht. So, wir haben keinen Ärger mit dem Buddhismus, wir haben keinen Ärger mit anderen Religionen. Die Integration in Deutschland mit den Muslimen ist unwahrscheinlich schwer. Ja. Ich weiß, es gab einen Politiker, Herr Scheuer, der Ministerpräsident von Bayern, der hat Donald Trump schon bevor er gewonnen hatte, eingeladen nach Deutschland, hat gesagt, er würde sich freuen, wenn er nach Deutschland kommt. Stimmen Sie denn damit überein, dass es gut wäre, zum Beispiel bei der Einreise sehr viel stärker zu kontrollieren, und zwar gerade die muslimische Gruppe? Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht alles in einen Topf schmeißen. Das eine ist, Donald Trump ist demokratisch gewählt in den Vereinigten Staaten. Das sollten wir zur Kenntnis nehmen und hoffen, dass unser Bündnispartner, den wir so wichtig brauchen in der Welt, auch zur Normalität kommt. Es ist gut, dass der Wahlkampf beendet ist und dass hoffentlich jetzt Normalität einkehrt. Das Registrieren von Muslimen, wäre das normal? Das finde ich nicht normal, aber wir dürfen jetzt nicht alles in einen Topf schmeißen. Die aus einer Flüchtlingswelle zu uns kommen, da erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass die natürlich registriert werden, egal welchen Glauben sie haben. Das hat mit einer Registrierung von denen, die hier leben, überhaupt nichts zu tun. Das Zweite ist, ich sage, es geht zu weit, dass man sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Die vielen Muslime, die in Deutschland leben, gehören zu Deutschland. Die sich vor allem gut integrieren, die mit uns leben wollen und nicht neben uns oder sogar gegen uns. Und so eine Registrierung halte ich für völlig überzogen, die jetzt im Wahlkampf in den Vereinigten Staaten eine Rolle gespielt haben, weil wir dürfen eines nicht machen, die Religion unter Generalverdacht stellen, die Muslime unter Generalverdacht stellen. Mhm. Das finde ich absolut falsch. Aber wir müssen uns, und Glückwunsch zu diesem Format, vor 5 oder 6 Jahren wird so eine Sendung, hätte einfach nicht stattgefunden, weil es kein Thema war. Also muss ja in den letzten Jahren was passiert sein. Nämlich eine Diskussion in unserer Gesellschaft, wie Integration besser gelingen kann und dass natürlich der Islam extremistische Ausprägungen hat, die sogar bis zum Terrorismus gehen, dass
Darüber sind sich, glaube ich, alle im Klaren. Gerade heute hat der BKA-Präsident gesagt, wir haben natürlich eine Bedrohungssituation. Ja. Und jetzt geht es darum, die vielen Muslime, die sich gut integrieren wollen, mitzunehmen in den Dialog und sich vollständig abzugrenzen gegenüber Terrorismus und Extremismus. Erst muss man mal die Frage stellen, was in unserer Gesellschaft, der einheimischen Gesellschaft, sich in den letzten Jahren verändert hat. Und das kann man ja nicht wegdiskutieren, und dass natürlich auch der Islam zu einer erhöhten Diskussion geführt hat, wenn es in extreme Ausprägungen geht. Und das, Durchsuchungen haben ja gezeigt gestern, dass es nicht willkürlich ist, wie die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung gesagt hat, was das Innenministerium gemacht hat, sondern dass es eine wirkliche sicherheitspolitische Frage ist. Es gibt noch einen Unterschied in dieser Sendung. Wir werden miteinander viel weniger reden als sonst, sondern ich möchte gerne mit meinem Publikum auch reden. Auch kein Schaden, frage ich trotzdem noch mal. Ja, kein Schaden, wer weiß. Deswegen würde ich Sie gerne doch noch mal fragen. Also das, was wir gestern auch erlebt haben, es gab eine Razzia, ein Verein ist verboten worden, es wurden unheimlich viele Materialien gesammelt, weil man denkt, dieser Verein hat also Menschen, junge Menschen verleitet, nach Syrien zu gehen und dort eben dann auch den Krieg zu führen. Fühlen Sie sich, wenn Sie Muslim sind, da unter Generalverdacht gestellt? Haben Sie das Gefühl, das betrifft jetzt alle Muslime und alle Muslime leiden auch unter solchen Situationen? Wer könnte das beantworten? Einmal Herr Malik, Sie sind, glaube ich, Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen. Ich bin der Landessprecher der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen. Ja. Ich möchte ganz kurz zu den Herren, was er gesagt hat, dass Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir sollten nicht vergessen, dass es Islam sehr viel Fortschritte nach Europa gebracht hat. Sie sind Herr? Also, Herr Höng, aus Monheim. Aus Monheim. Ja. Danke, Herr Höng. Frau Özeus, es gab diese... Ja, 50 Jahre lang haben wir schon Einwanderer hier und wir haben noch nie das Problem gehabt. Mittlerweile werden im Allgäu Kreuze kaputtgehauen auf den Bergen. Wovon kommt das denn? Das ist ja kein Allgäuer, der das macht. Das kann nur einer sein, der einen anderen Glauben hat, der das Kreuz nicht sehen will. Und ich finde, das gehört nicht zu uns, wer sowas macht. Hab ich im Allgäu auf Bergen noch nicht erlebt, aber wenn Sie sagen... Doch, es sind schon 4 oder 5 Kreuze beschädigt worden, abgeholzt. Nee, eins wurde neu gemacht in Oberstdorf und dann haben sie auch abgeholzt, wieder das zweite Mal. Es gibt ja solche Leute, ich finde die Salafisten, die gehören nicht zu uns. Es gibt sehr nette Muslime bei uns, aber die Salafisten, die sind schon extrem. Wir wollen es der Reihe nach diskutieren. Frau Özeus, die Salafisten, das war die Gruppe, die gestern eben und mit den Razzien eigentlich staatlich verfolgt werden sollte. Sie haben unheimlich viel Ärger auf sich gezogen, weil Sie gestern gesagt haben, man soll bei Razzien skeptisch sein oder Sie sind skeptisch. Sie warnen vor falschen Signalen. Mir ist ganz wichtig, dass solche Schläge, wie sie gestern erfolgreich gewesen sind, auch dieses Signal eben aussenden. Wir sind alle gemeinsam gegen Extremismus und wir müssen einfach dabei aufpassen, dass nicht das passiert, was manchmal doch passiert, dass Muslime ein Stück weit damit subsumiert werden, dass dann auch Flüchtlinge, ja, irgendwie sind die alle Muslime, obwohl sie gar nicht alle Muslime sind. Also, dass wir immer dieses Thema Islam als Label darüber packen. Sie sind? Andrea Hildebrandt, ich komme aus Köln. Guten Tag, Frau Hildebrandt. Ich möchte noch mal zu diesen aus Thüringen Stellung nehmen. Sie sagten vorhin, man nimmt den Muslimen ihre Identität, wenn man ihnen den Islam verbietet. Man möchte den Islam nicht verbieten, aber wenn ich in ein kulturell verschiedenes Land komme, dann muss ich auch bereit sein, einen Teil meiner Kultur aufzugeben und mich an die Fremde, an die neue Kultur anzupassen. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann brauche ich nicht in ein kulturell unterschiedliches Land zu gehen. Genau das ist die Frage, über die wir heute reden wollen. In vielen unterschiedlichen Lebensbereichen zeigt sich das ja. Und tatsächlich ist es so, dass der Glaube dann sichtbar wird, in erster Linie zum Beispiel auch durch Gotteshäuser. Und das Interessante und nicht wenig Überraschende ist, überall dort, wo eine neue Moschee gebaut werden soll, kommt dann dieser Konflikt einmal wieder zum Tragen und wird sichtbar. Ein solches Beispiel wollen wir diskutieren und darüber hinaus den Moscheebau an sich. Krach um eine geplante Moschee. 2800 islamische Gebetshäuser stehen in Deutschland. Längst gehören sie neben Kirchen zu unserem Stadtbild. Und dennoch entzündet sich bei fast jedem Neubau ein unerbittlicher Streit. Wie derzeit in Erfurt-Marbach. Außerhalb des Stadtkerns will die Ahmadiyya-Gemeinde für etwa 70 Gläubige eine Moschee errichten. Doch seit dem Bauantrag gibt es erbitterten Widerstand. Ich frage mich nur, warum Menschen aus islamischen und muslimischen Ländern in ein christliches Land flüchten, wenn sie dort verfolgt werden, um hier ihre Sitten und Bräuche und Kopftücher und Burka mit hierher zu bringen. Es gibt aber auch Zustimmung. Sie haben keine Vorbehalte? Nein, nein, überhaupt nicht.
haben? Gar nicht. Wenn das für das genutzt wird, wie andere Religionsbetreiber auch ihre religiösen Orte nutzen, dann finde ich das korrekt. Ansonsten natürlich nicht. Ne? Das aber bezweifeln die Gegner der Moschee. Das ist die Scharia. Wollen Sie die hier einführen? So, mit dabei in dieser Diskussion war Mohammed Suleiman Malik. Sie haben sich heute schon einmal gemeldet. Sie sind eben der Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen. Sie wollen diese Moschee in Erfurt-Marbach bauen. Wollen Sie die Scharia einführen damit? Meine Scharia sagt zu mir, dass ich loyal zu dem Staat gegenüber sein soll, unter dessen wohlbehütendem Dach ich lebe. Ja. Matthias Possecker sitzt neben Ihnen, kommt ebenfalls aus Erbuch. Sie sind auch einer von denen, die sagen, nein, wir wollen diese Moschee da nicht haben. Warum nicht, Herr Possecker? Also es geht nicht in erster Linie gegen den Islam, es geht nicht in erster Linie gegen den Islam oder gegen die Moschee. Es geht ganz einfach darum, wie unsere Lokalpolitik mit dem ganzen Thema umgeht. Aha. Weil ich bin der Meinung, oder auch viele Leute, die ich so kenne aus meinem Ort, bin der Meinung, im Grundgesetz ist nicht nur, steht nicht nur drin, dass Religionsfreiheit herrscht, sondern auch Meinungsfreiheit. Und sobald wie man eben diese Meinung äußert, dass man eben nicht unbedingt am Ortseingang von Marbach ein Minarett stehen haben möchte, ist man gleich in der rechten Ecke. Und das sind wir eigentlich wirklich nicht. Mhm. Es ist einfach ein Versagen unserer Kommunalpolitik, die uns am Ende vor vollendete Tatsachen mehr oder weniger in dieser Sache stellt. Und auch mehrfach sind wir, also unsere Ortsbürgermeisterin und auch Leute aus dem Ort, mehr oder weniger belogen worden, was das Ganze betrifft. Offensichtlich, und das ist eigentlich das, was die ganze Sache traurig macht und wo auch meiner Meinung nach nichts Positives da erreicht wird in dieser Sache. Jetzt haben Sie gesagt, die Politik ist das eine, aber Sie haben auch gesagt, Sie möchten am Ortseingang von Marbach, Erfurt-Marbach kein Minarett stehen haben. Warum nicht? Was stört Sie? Es stört mich, wie gesagt, der Glaube nicht. Ich habe nichts gegen einen Gebetsraum, aber ich finde es irgendwo, meiner Meinung nach, ein Ortseingang, wo man einfährt, ist das, wie das irgendwo dort steht, unsere Minarette werden unsere Schwerter sein, und das ist irgendwo, hat man da diesen im Hinterkopf. Und deswegen... Also woanders am Ort wäre es okay? Nö, ich bin also allgemein dagegen, ein Minarett zu bauen. Ich bin der Meinung, ein Gebetsraum tut es auch. Okay. Weil ich nichts dagegen, absolut nichts gegen diesen Glauben habe, aber ich weiß nicht, ob man es so provokativ hinsetzen muss. Bevor ich das weitergebe ans Publikum über alle Moscheen, Herr Malik, nur ganz kurz, ein Gebetsraum tut es auch. Ich will ganz kurz sagen, ein Minarett ist ein Asir-Minarett, damit die Menschen erkennen können, dass es um ein muslimisches Gotteshaus handelt. Das wird doch gerade von Muslimen verlangt, dass wir raus aus den Hinterhöfen kommen und sichtbar werden. Und ein Minarett dient nur dazu, wenn jemand zum Beispiel einen Vorwurf hat, also Ängste hat, dass er in die Moschee reinkommen kann und mit uns in den Dialog kommen kann. Mehr hat Minarett nicht zu sagen. Und ohne Minarett ging es nicht. Das war ja der Vorschlag von Herrn Possecker. Naja, das gehört einfach so einem Sakralbau dazu. Eine Kirche kann man auch nicht ohne einen Turm vorstellen. Genauso ist es. Mehrere Wortmeldungen. Der Herr mit dem blauen Pulli erst einmal und dem roten Hemd darunter. Einmal Sie, bitte. Ups, da muss die Junge. Ich darf vielleicht Folgendes noch sagen. Sie sind Herr? Von der Maaßen aus Bergheim. Guten Tag. Es hat die Kölner Moschee angefangen zu bauen. Ja. Und da ist folgender Wortlaut von den Muslimen bekannt gegeben worden, dass die Touristen demnächst nicht wegen des Kölner Domes nach Köln kommen, sondern wegen der Moschee. Mhm. Und das war doch das O für die Kölner. Das hat Sie aufgeregt. Das ist die eine Meinung. Wer von Ihnen ist auch skeptisch, was Moscheebau angeht? Die Dame in der ersten Reihe. Mein Name ist Susanna Klimazida. Ich bin Griechin. Aus welchem Teil des Landes? Hier in Hamburg. Aus Hamburg komme ich. Hamburg. Aber ich bin Griechin und seit 66 lebe ich in Deutschland und halte mich für eine integrierte Ausländerin. Mhm. Zu der Moschee wollte ich sagen, ich verstehe nicht, warum man überall in Deutschland Moscheen aufbauen soll. Europa ist ein Kontinent, ein christliches Kontinent. Ich bin selber Christin, also ich bin als Christin, orthodox Christin geboren. Ich bin auch so erzogen worden. Ich habe den Glauben nicht abgelegt. Ich bin es immer noch, aber ich glaube nicht mehr an Gott. Und das habe ich diesem Land hier zu verdanken, dass ich das machen dürfte, dass ich also praktisch kritisch denken dürfte über meine Religion und dass ich heute eben nicht an einen unsichtbaren Gott glaube. So, und in Hamburg gibt es eine Kirche, die auch griechisch ist,
Und die hat kein Kreuz oben oder sonst irgendwas, sondern sie ist ganz schlicht und einfach. Und die Menschen wissen, dass da eine griechische Kirche ist, eine orthodoxe. Sie machen ihre Zeremonien, die Leute und alles. Und das ist friedlich. Es gibt Italiener, die zu ihren katholischen Kirchen gehen. Es gibt so viele Glauben in Deutschland, die ganz ruhig sind. Und ich glaube, es geht hier in Deutschland nicht den Menschen um den Islam an sich, um den friedlichen Islam, sondern es geht hier um den radikalen Islam. Und das, was der Herr, der junge Mann da unten gesagt hat, genau das ist es. Es müssen mehr friedliche, liberal denkende Muslime auf die Straße und sagen, das, was hier stattfindet, weil es, wir können es nicht verneinen, dass eben ganz, es gibt Terroristen, die sich in die Luft sprengen. In Syrien werden wegen des Glaubens Kinder umgebracht. Wir schließen, wir verschönern hier das Ganze. Auch unsere Politik geht auf Kuschelpolitik. Mhm. Und keiner, und ich bin wirklich nicht rechtsradikal, um Gottes Willen. Ich bin nicht rechtsradikal, aber ich sage immer wieder, dieses Land, dieses Kontinent, dieser Kontinent Europa hat unheimlich viel dafür getan, damit wir Frauen in der gleichen Höhe mit den Männern sein können. Und ich verstehe nicht, warum eben Frauen verschleiert sind. Verschleiert sind ist ganz schlimm. Jetzt haben Sie noch ein zweites Thema aufgemacht. Ich verstehe nicht, warum man so viele Moscheen bauen muss und dann warum so gigantisch? Warum muss man sich so darstellen, dass das Christentum, weil es gibt kleine Kirchen. Gut. Und so kann auch eine Moschee klein sein. Darf ich das weitergeben? Da gibt es Widerspruch. Bitte. Vielleicht hier vorne. Ob Niqab, Burka oder Chador, die Debatte um eine Vollverschleierung erhitzt die Gemüter. Der letzte Aufreger, der Fall einer Schülerin im niedersächsischen Belm. Seit 3 Jahren lassen die Eltern die 16-Jährige nur im Niqab zur Schule, der lediglich einen Schlitz für die Augen freilässt. Eigentlich ein Verstoß gegen das Gesetz, doch Anfang November erlaubt der niedersächsische Landtag die Vollverschleierung der Zehntklässlerin. Die Begründung, ein besonders gelagerter Einzelfall zum Wohl der Schülerin. Geht die religiöse Toleranz hier zu weit? Ich habe schon gehört. Ja, definitiv. Wer hat das gesagt? Die religiöse Toleranz geht zu weit. Die junge Dame hier vorne mit dem blauen Pulli. Ja, ich finde halt, wenn man in ein Land kommt, dann sollte man sich an die Kultur anpassen. Und Integration ist für mich halt, dass man sich auch an ein paar Regeln hält. Ja. Es ist bei uns halt Kultur, dass man sich ansehen kann, dass man das Gesicht sehen kann. Würden Sie die Burka, den Niqab verbieten, und zwar generell? Ja, absolut. Ich persönlich bin auch der Ansicht, dass der Islam deswegen so umstritten ist, weil er auch eine politische Komponente hat und auch in Moscheen Politik betrieben wird. Ich bin aber der Ansicht, dass es auch noch viel zu kurz greift, denn ich denke, es sollte eigentlich eine Diskussion über die Grenzen der Religionsfreiheit in Deutschland und Europa erfolgen. Mein Name ist Kirsten Heller, ich komme aus Wuppertal. Ich denke, dass in Deutschland ein Vermummungsverbot besteht. Und insofern passt das nicht zusammen. Das ist das eine. Und zum anderen denke ich, fördert das absolut nicht die Integration. Aha. Sie hatten sich gemeldet mit dem blauen Hemd hier vorne. Ja, guten Abend. Mein Name ist Roland Techet. Ich bin absolut für ein Burka-Verbot. Das hat mit unserer Kultur nichts zu tun. Und ich finde in den letzten Jahren die Debatte eigentlich sehr scheinheilig in unserem Lande. Mhm. Denn angeblich wird ja damit sozusagen die offene Gesellschaft verteidigt. Aber die offene Gesellschaft ist schon ein ideologischer Begriff. Denn die offene Gesellschaft heißt, ich sage, was die offene Gesellschaft ist, da gehört die Burka dazu. Und derjenige, der nicht für die Burka ist, ist also für eine geschlossene Gesellschaft. Das stimmt doch alles nicht. Wenn ich jetzt hier sitzen würde mit einem Hakenkreuz, dann würde die Diskussion groß aufschäumen. Zu Recht, wie ich finde. Denn das Hakenkreuz gehört nicht in unsere Gesellschaft. Und das Hakenkreuz ist aber ein buddhistisches Glückssymbol. Da könnte ich genauso argumentieren, das ist meine Religionsfreiheit. Nein, es gibt sehr wohl Grenzen der Religionsfreiheit und es gibt auch Grenzen der offenen Gesellschaft. Ja. Und das ist alles eine sehr ideologisch aufgeheizte Diskussion. Das ist sehr ungut. Ich stelle fest, dass da sehr viele Wortmeldungen sind. Die Dame mit dem Ja, mein Name ist Delgange. Ich komme aus Hamburg und auch Köln, sage ich einmal. Ich glaube mir eine Meinung bilden zu können, weil in meinem privaten Kreis sowohl Juden als Muslime sich finden oder ich von ihnen lerne, was manches betrifft. Und ich finde, dieses Burka-Verbot ist ein typisches Beispiel für die Diskussion, von denen der Normalbürger, nicht nur in Deutschland, sondern überall,
die Nase oder die Schnauze, muss man fast sagen, voll hat. Warum sagen Sie das? Ja. Weil ich denke, ob freiwillig oder nicht freiwillig, da gegenüber sitzt eine junge Dame, die mit Sicherheit eine Muslime ist, sage ich jetzt einmal, weil sie also ein Kopftuch trägt. Fragen wir gleich, aber wir sind noch bei der Burka, der Volksverhehrung. Aber niemand hat etwas dagegen. In meinem Bekanntenkreis sagt man, ich bin leider eingetütet. Das heißt von hier bis da. Ja. Was immer frei ist, ist das Gesicht. Und diese Diskussion, die wir hier führen, ist wieder dieses Thema, wie kommen wir dazu zu erlauben, dass eine Schülerin irgendwo sitzt und hat nur die Augen. So, das Nein, habe ich jetzt das verstanden. Muss verboten sein. Das möchten Sie verbieten. Und so, dann kommen diese Scheinargumente, die da heißen, ja, die Muslime, die kommen und uns das Geld bringen, aus Kuwait und also auf der Maximilianstraße in München spazieren. Ja. Auch das wäre, wenn man das wollte, doch ganz einfach zu lösen. Wenn ich jemand sehe, der verschleiert ist, sage ich, zeigen Sie mir bitte Ihren Wohnsitz. So, der ist nach 3 Wochen also, wieder weg. Also, ein klares Plädoyer für Burka-Verbot. Wer ist noch Natürlich. Gegen das Burka-Verbot? Sie sind für das Burka-Verbot? Wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft und da zeigt man sein Gesicht. Gut. Warum sind Sie für ein Burka-Verbot? Ich glaube, genau diese Diskussion um das Vollverschleierungsverbot schadet dem Islam. Mhm. Weil wir haben damit ein Thema, das breit diskutiert wird. Zum Beispiel bei ihrer Kollegin Anne Will, die Diskutantin, die vollverschleiert hier auftritt, diese Vollverschleierung wäre nicht passiert und damit diese Aufregung nicht, wenn es das Burka-Verbot gäbe in Deutschland. Und bei vielen, vielen Auftritten zeigt man eben Gesicht, wie Sie richtig gesagt haben. Ja. Und es ist zwar schlimm, dass man in Kreuzberg und Friedrichshain überhaupt nicht mit der christlichen Tradition unseres Landes in Berührung gekommen ist, aber in unserer Gesellschaft, in unserer aufgeklärten Gesellschaft, passt eine Vollverschleierung nicht zu uns. Das ist auch die Uniform der Islamisten. Das ist ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Ja. Also wenn ich das mit Emanzipation verbinde, dass es eine freie Entscheidung ist, ist es die Selbstrelativierung unserer Wertvorstellungen. Mhm. Das ist im Übrigen auch die Pflicht, dass wir uns diesem Burka-Verbot jetzt endlich nähern und dass wir entscheiden, dass die Politik die Kraft hat, diese Ausprägung auch Einhalt zu bieten. Wer soll sich hier wem anpassen? Sie hatten sich schon lange gemeldet, der Mann hier vorne mit dem... Ja, mein Name ist Jochen Bleich. Ich bin Krankenpfleger und Stationsleitung im Klinikum Ludwigsburg. Und zuerst möchte ich sagen, wir machen ganz viel zur Integration. Wir haben jetzt auch muslimische Seelsorger. Ja. Wir haben den Raum der Stille, dass auch Muslime und alle anderen Glaubensrichtungen dort ihren Glauben leben können. Aber was wir beobachten auf Station, und das ist das, müssen wir uns anpassen, das ist einfach, ich sage mal das Stichwort Frauenbild. Mhm. Ich habe ganz taffe und ganz tolle Kolleginnen, die auch ihre Frau stehen und die kommen oft raus und sagen, bitte geh du rein, ich bin der einzige Mann, weil die muslimischen Jugendliche, ich sag mal, keinen Respekt haben. Und das erleben wir immer häufiger. Es ist noch ein kleiner Teil, aber dieser Teil nimmt immer mehr zu. Die halten sich, sage ich jetzt mal, einfach nicht an Regeln. Mhm. Und selbst wenn wir dann sagen, jetzt ist die Besuchszeit zu Ende, gehen sie raus, eine Minute später gehen sie wieder rein und das ist ein ständiger Kampf. Also das, ich habe jetzt auch noch mal im Team gesprochen, das sagen die, dass ihnen das auch wirklich Bauchschmerzen macht. Und das ist dann die Brücke auch zum Privaten. Ich habe eine 14-jährige Tochter und die man jetzt ja auch so langsam mal alleine losschickt, sage ich mal, die auch in der Schule ist, wo einfach auch Muslime dahin gehen. Und ich erwarte vielleicht, natürlich ist die Angst auch da, es könnte vielleicht mal was in Anführungszeichen Schlimmes passieren, aber ich fordere einfach Respekt. Respekt gegenüber uns, gegenüber den Frauen und gegenüber meiner Tochter. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr so verbreitet ist und dass es leider auch von der Politik nicht eingefordert wird. Respekt ist ein Stichwort. Wer möchte dazu etwas sagen? Gut, wer ist der Meinung, dass man doch sich anpassen sollte an die Mehrheitsgesellschaft? Hier oben habe ich den Herrn noch nie dran gehabt, der mit dem weißen... Ja, mein Name ist Ralf Höng. Ich komme auch aus Monheim. Ich habe da sowieso meine Probleme, was Integration angeht. Ich habe mal so einen Fall mit dem Essen erlebt in der Düsseldorfer Uniklinik. Ja. Meine Tochter war damals schwer krebskrank. Und da war eine muslimische Familie. Was die nicht wussten, da haben sie Essen ausgeteilt, wo Schweinefleisch drin war.
Dann wurde hinterher dann einer, denen das gesagt hatte, gingen sie alle zum Kotzen auf die Toilette. Und dann kamen die zurück und haben sich bei der Krankenhausleitung dann beschwert. Und da wurde das Essen umgestellt. Also so weit geht die Integration nicht, dass wir uns alle verbiegen müssen in Deutschland. Genauso wie mit den Gefängnissen. Da wurde Schweinefleisch ausgeteilt. Und dann, wo die Muslime dann reinkamen, die kriminell waren, da wurde auch das Essen umgestellt. Und ich habe mal eine generelle Frage, was Integration angeht. Ja. Ich habe nichts gegen Muslime, ich habe auch nichts gegen Moscheen. Aber haben Sie schon mal Muslime in der christlichen Kirche hier in Deutschland gesehen, wo sie sich mal schlau gemacht haben, was hier vom Christentum zu hören? Also ich selber noch nicht. Ja. Okay, Sie haben es noch nicht. Und noch eins, und in Monheim, da gibt's ein Schwimmbad, da wurde ein Tag eingerichtet, wo nur muslimische Frauen dann schwimmen gehen dürfen. Also da frage ich mich, wo ist da die Integration? Wer widerspricht? Ich möchte gerne eine widersprechen. Sie können auch klatschen, das soll überhaupt gar nicht. Ich will Sie nicht abwürgen, ich will nur Zeit haben zu reden. Wer widerspricht? Hier vorne, oder sind Sie derselben Meinung? Nein. Sie sind? Mein Name ist Chiara Koptin, ich bin aus Freiburg und ich widerspreche. Und ich denke, dass auch so Tage wie zum Beispiel für muslimische Frauen, dass sie einen Tag in der Woche haben, wo sie ins Schwimmbad gehen können, das zeigt doch gerade auch eine Integration, dass eben, ich denke, auch konservative Frauen würden gar nicht da ins Schwimmbad gehen, also wenn man irgendwie gegen einen radikalen Islam vorgehen möchte. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr fortschrittlich und finde das völlig okay, wenn ein Tag dafür eingerichtet wird.